Abfahrtstag auf dem Campingplatz Lauterbrunnen bzw. Campingplatz Jungfrau in Lauterbrunnen. Lauterbrunnen ist ein sehr, sehr schönes kleines Dörfchen mitten in der Schweiz und bekannt für seine sehr, sehr großen Wasserfälle. Die sieht man jetzt nicht ganz so gut, weil zum einen sehr wenig Wasser ist und zum anderen durch den Schnee natürlich die Sichtbarkeit der Wasserfälle nicht so da ist. Ein sehr großer Campingplatz, eingefasst in die Berge, wie ihr seht. Sehr schön. Wir haben jetzt heute den 17. Januar. Insofern, hier ist Schnee, auch im Tal. Ja. Ja, der Campingplatz hat einige kleine Holzchalets, in die man auch mitbuchen kann, aber ist auf jeden Fall für alle Skifahrer ein Traum, die hier einfach ihre Wochenenden verbringen und dann in die nahegelegenen Skigebiete fahren. Hier haben wir ein schönes Restaurant, das gehört auch zum Campingplatz. Ganz tolles Schweizer Fondue haben wir dort gegessen, sehr, sehr lecker. Hier haben wir nochmal eine Lounge und Räume, in denen man sich aufhalten kann und eine Gemeinschaftsküche, die auch alle benutzen können. Ja, ich gehe mal in die Lounge rein und zeige sie euch mal. Ziemlich ganz süß gemacht. Ist auch gerade keiner drin. Ja, Hängematte, ne, im Schnee ist schon chillig. Ja, wir haben drei Häuser mit Toiletten. Und Duschen. Es gibt auch Familienduschen, das sei einfach auch nochmal gesagt. Die sanitären Anlagen sind sehr, sehr sauber. Wirklich, also das ist sehr schön gemacht hier, auch sehr neu. Keine alten sanitären Anlagen, sondern es ist alles relativ neu gemacht. Und hier hören wir jetzt gerade übrigens den Hubschrauber. Es war nämlich ein Ski-Event hier und die sind gerade dabei, noch die Pixie-Toiletten abzutransportieren. Liebe Camperfreaks, das Dixie-Klo kommt in der Schweiz per Helikopter. Da ist der Heli. Schon gerade runter. Wo ist Dixie-Klo? Da, seht ihr es? Soll ich noch ein bisschen? Da geht nicht. Und gleich, ja genau, da unten zu den anderen Dixie-Klos. Wo ist er, wo ist er? Ich muss mal raussuchen. Wo ist er, wo ist er? Na, na? Ja. Da ist er. Oh, hat ihn schon hingestellt. Puh, und weg ist er. Da steht unser Günni. Ist ein Traum. Ja, hier unten sagte ich euch, das sind die kleinen Holzchalets, die man buchen kann. Da unten fließt ein ganz schöner kleiner Bach. Wir haben direkt mit der Nase davor gestanden. Es ist nachts schön, wenn man den Plätschern hört. Hier nochmal das Restaurant. Da hinten geht es auch nochmal weiter. Und hier ist ein Haus mit den sanitären Anlagen. Da oben übrigens der Staubachfall, das ist einer der großen Wasserfälle. Nachts beleuchtet, ein wunderschöner Anblick, wenn man hier unten mit seinem Camper steht und dann diesen Wasserfall sieht, der dann auch noch angestrahlt ist in der Nacht. Also wirklich sehr schön. Hier ist die Rezeption, da gehen wir jetzt auch mal hin. Da gibt es nämlich noch einen schönen Shop hinten dran, bei dem ihr morgens frische Brötchen bekommt, aber auch eben alles, was man so braucht, um sich selber zu versorgen. Der Stall hier sind auch nochmal sanitäre Anlagen. Ja, und wenn wir hier durchgucken, auch nochmal ein ganz schöner Blick auf den Wasserfall. Hier die Rezeption. Ja, wir gehen mal kurz rein. Nette Dame. Ganz liebe Menschen hier, die einen empfangen. Das muss man auch mal sagen, ne? Und hier wirklich, das ist schon Supermarktgröße, ne? Schon kein kleiner Shop mehr, sondern alles, was das Herz begehrt und was man braucht, findet man hier. Ja, also auch für einen längeren Aufenthalt. Man muss nicht raus in den Supermarkt, obwohl es das natürlich in dem Dorf, das ungefähr 15 Minuten Fußmarsch liegt, auch alles noch bekommt. So, ich gehe noch mal raus. Ja, was vielleicht noch zu sagen ist, wir sind in der Schweiz. Der Campingplatz gehört nicht zu den günstigsten, auf denen wir bisher verweilt haben, sondern der kostet 50 Schweizer Franken pro Nacht. Zusätzlich Strom, der wird aber abgelesen. Das heißt, es gibt keinen Pauschalbetrag, sondern die machen das ganz fair. Man zahlt tatsächlich den Verbrauch.
Aber 50 Schweizer Franken ist schon happig, das ist schon eine Ansage. Dafür habe ich hier aber auch wirklich Sauberkeit, ich habe Platz, wir haben ein ganz tolles Panorama, eine super Kulisse hier, man kann sich wirklich wohlfühlen, die Menschen sind lieb. Man hat auch ein paar Vergünstigungen, wenn man hier ist, zum Beispiel fährt hier ein Linienbus runter und dieser Linienbus, der ist komplett kostenlos, wenn man hier Gast ist und der fährt einen dann auch bis ins Dorf oder an die nächste Bahnstation und so weiter. Ja, das war's. Vielleicht ist noch zu sagen, dass wir ungefähr eine Stunde von Bern entfernt sind, ungefähr 2 Stunden von Zürich und die nächstgrößere Stadt ist Interlaken, dass ihr so ein bisschen wisst, wo Lauterbrunnen liegt. Sehr kleines, idyllisches Dorf und ja, wie ich bereits sagte, bekannt für seine Wasserfälle.